Friends, da bin ich wieder. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn das steht bevor. Und ich dachte mir, passenderweise zeige ich euch zwei Cocktails, die ich gemacht habe. Zwar zu Heiligabend, aber es geht ja zu jeder Festlichkeit oder was auch immer ansteht. Falls ihr nämlich Silvester zu Hause feiert oder so und ihr wollt Cocktails mixen, wäre das vielleicht eine Idee für euch. Ich habe diese Cocktails ohne Alkohol zubereitet. Könnt ihr natürlich aber auch mit Alkohol machen, wenn ihr das wollt. Also ist euch überlassen. Das sind so, ja, ich habe es jetzt zum ersten Mal gemacht, muss ich sagen, aber sie waren ganz lecker. Also ich fand sie ganz lecker. Meiner Familie hat es auch geschmeckt und ich glaube, die haben noch nicht mal gecheckt, dass da kein Alkohol drin ist. Genau, also es sind zwei Virgin Cocktails. Einmal so ein Spritz, das ist so ein bisschen wie so Aperol Spritz. Und zwar braucht ihr dafür ein Weinglas. Und das befüllt ihr erstmal bis zur Hälfte mit Eiswürfeln oder Crushed Eis. Ganz wichtig, weil alle anderen Sachen sind gar nicht so gekühlt und es muss auch nicht sein, wenn ihr das Eis habt. Dann gebe ich 20, also obwohl die ganzen Mengenangaben findet ihr in der Videobeschreibung. Also da reinschauen für die Rezepte. Also jetzt gebe ich einen Sirup hinzu. Und zwar ist das, da könnt ihr jetzt zwischen zwei Varianten wählen. Entweder so ein Bittersirup oder dieses oranges Spritz. Ich schreibe euch die Marke dann auch hin. Die haben vegane Sirup und Sirupe, Sirups, keine Ahnung. Jedenfalls könnt ihr das benutzen, das gebt ihr rein. Dann gieße ich das auf mit alkoholfreiem Sekt, etwa einen Schuss Zitronensaft, einen Schuss Orangensaft und gieße den Rest mit Tonic Water auf. Ihr könnt auch Mineralwasser nehmen, wenn ihr wollt, aber Tonic Water gibt nochmal die besonders herbe Note und das Ganze... Der ganze Cocktail schmeckt auch so ein bisschen, ja, bitter. Nicht bitter, aber herb. Also sehr herb, lecker. Es ist nicht so süß in die Variante, aber es ist trotzdem fruchtig durch die Orange. Wenn ihr das noch fruchtiger haben wollt, die Variante habe ich nämlich auch ausprobiert, gebt ihr noch ein bisschen Maracuja-Sirup dazu. Das ist auch sehr lecker. Dann habt ihr wirklich so ein bisschen so ein Tropical-Feeling. Ist nicht schlecht, passt ganz gut dazu, aber dieses, es ist nicht so typisch Spritz. Das Spritz ist mehr einfach herb Orange. Genau, und das kriegt ihr damit. Und dann noch garnieren mit einer Bio-Orangenscheibe, einfach in der Hälfte geteilt. Und dann sieht das wunderbar aus. Ihr könnt es danach noch naschen, die Orange. Und ich finde, es hat sehr gut geschmeckt. Es ist ein toller Aperitif, aber es eignet sich auch so einfach so zum Anstoßen oder einfach zum Genießen. Also wirklich sehr lecker. Probiert es gerne mal aus und sagt mir, wie er euch geschmeckt hat. Jetzt kommt mein zweiter Cocktail. Das ist so eine Art Moscow Mule, beziehungsweise, naja, so eine Mischung aus Moscow Mule und Mojito, würde ich sagen. Weil es ist eher so, also ich habe gar nicht diese fancy Cups, die man dafür benutzen sollte eigentlich, weil wir trinken eigentlich, ich trinke nie Cocktails. Das war jetzt das erste Mal, dass ich darauf kam, das mal zu machen. Deswegen habe ich, aber ich habe Long Drink Gläser und da hat das ja auch ganz gut gepasst. Und zwar, das erste ist wieder Eis rein. Eis bis zur Hälfte oder noch mehr auf ins Glas füllen. Dann bereite ich schon mal zu, rolle die Limette auf der Arbeitsfläche, damit ich auch richtig gut viel Saft rauskriegen kann. Dann nehme ich mir einen Sparschäler zur Hand und schäle mir so ein bisschen von der Schale ab. Also am besten immer natürlich da Bio-Früchte nutzen. Das war auch eine Bio-Limette, da weil ich die Schale nachher noch verwenden werde. Und ich schäle mir ein paar Streifen von einer Bio-Gurke ab. Das kommt nämlich auch noch mit rein. Genau. Dann, jetzt nehme ich mir einen Stängel Minze und knautsche den nochmal kurz in der Hand. Oder ihr könnt es auch so ein bisschen, ihr könnt auch die Minze so ein bisschen schlagen sozusagen, weil dann entfaltet sich das Aroma, also die ätherischen Öle kommen raus und dann gibt es viel mehr Minzaroma, als wenn ihr das nur so reingebt. Das könnt ihr schon mal ins Glas stecken. Ihr gießt das Ganze mit zur Hälfte oder drei Viertel mit Gingerbier auf. Limettenschale rein, der Gurkenstreifen und ihr gebt den Saft einer halben Limette dazu und den Rest füllt ihr dann nur noch auf mit Mineralwasser. Hier könnt ihr auch wählen zwischen Mineralwasser oder Tonic Water, wenn ihr es ein bisschen herber haben wollt. Für ein bisschen mehr Süße, weil meine Mutter war das zum Beispiel nicht süß genug, könnt ihr ganz zu Anfang zwei Teelöffel braunen Zucker dazugeben. Dann gut umrühren und dann den ganzen Rest, wie ich eben gesagt habe. Dann habt ihr es so ein bisschen süßer, so ein bisschen Mojito-Style, wie ich vorher meinte. Genau, und dann
das passt ganz gut. Also dieses Gingerbier ist halt sehr, sehr würzig, ja. Also wirklich dieses Ingwer-Würze, sehr lecker. Es ist sehr frisch, also es schmeckt sehr, sehr erfrischend durch die Gurke und die Minze und dann eben auch noch dieses Ginger, was auch so ein bisschen würzig ist. Sehr lecker, also es ist so ein bisschen warm im Hals dann dadurch, wie man es kennt, wenn man zum Beispiel Alkohol auch trinkt. Also deswegen auch eine tolle Variante, gerade diese zwei Cocktails, die gar keinen Alkohol haben müssen, aber trotzdem so ein Feeling geben, sag ich mal. Genau, also probiert es mal aus, entweder ein bisschen süßer mit ein bisschen Zucker noch zu mischen oder eben ohne. Ich fand es ohne besser, aber es ist Geschmackssache, probiert es aus. Ich mag nicht so gerne ganz süße Sachen. Das waren meine zwei Cocktail-Varianten. Uns hat es sehr gut geschmeckt. Ich bin gespannt, was ihr ausprobieren werdet. Und wenn ihr das macht, sehr gerne schicken mit dem Hashtag YummyPilgrim auf Instagram. Dort heiße ich FunnyPilgrim. Teile ich gerne auch eure Varianten, wenn ihr vielleicht irgendwas anderes noch dazu macht oder was austauscht, sehr gerne. Rezepte sind immer da. Ja, einfach nur, das ist so ein Leitfaden. Ihr könnt euch inspirieren lassen, aber könnt ihr natürlich immer abändern, wie ihr das wollt, was ihr da habt oder was ihr nicht mögt. Fühlt euch frei, das ist ganz wichtig. Seid kreativ und seht das nicht so wie in Stein gemeißelt. Das ist auf keinen Fall so gemeint. Niemals ein Rezept. Genau. Also ich wünsche euch noch einen guten Rutsch. Das habe ich vorhin schon gesagt, aber jetzt nochmal. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, 2020 wird geilo. Matiko. Sagt man das noch? Oh mein Gott. Sagt das Shin-Chan, ne? Shin-Chan war das immer. Geilo Matiko. Oder? Habe ich früher mal ganz gerne geguckt. Jedenfalls, ja, neue Dekade und so. What? Schon krass, ne? Aber es wird gut, es wird gut, es wird gut. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei noch. Falls ihr noch nicht dabei seid, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr mal mit, wenn ein neues Video online geht. Und dann viel Spaß, bleibt safe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.